Hallo zusammen, liebe Autofreunde. Ich bin viel im Winter draußen unterwegs und mache Videos über Tiere und Natur. Und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht über den Wintertarnponcho, ein bisschen, einfach damit ich da nicht so sehr auffalle. Und ja, auf einmal kam mir der hier entgegen. Das ist von der Schweizer Armee, der Wintertarnponcho. Und ich finde den sehr, sehr interessant und sehr empfehlenswert. Und deshalb mache ich ein Video drüber. Aus 100% Polyester ist er hergestellt, sehr, sehr leicht und den kann man hervorragend über normale Kleidung oder andere Tarnkleidung anziehen und eben, wie gesagt, sehr, sehr leicht, extrem kleines Packmaß und ist aus wasserabweisendem, windabweisendem Material natürlich hergestellt und ich für meinen Teil erfüllt er einfach schon sehr, sehr viele Punkte für Leute, die eben auf der Jagd sind oder sonst einfach Wintertarnkleidung haben möchten, fürs, ja, für was auch immer, dass man das haben möchte. Und den möchte ich euch hier gerne zeigen. Es ist sicher kein langes Video, aber ich finde den sehr interessant, weil eben vor allem im Gegensatz zu anderen solchen Militärponchos, Schneetarnponchos, aus einfach sehr, sehr gutem Material ist, schon mal wasserabweisend ist und ja, meiner Meinung nach sehr pflegeleicht. Man sieht hier oben schon, er hat eine Kapuze mit Kordelzug und er hat hier noch Knöpfe, damit man da einfacher reinfindet. Hier oben bei der Kapuze ist auch noch ein Knopf, ein Druckknopf, um da das Kapuzenmaterial ein bisschen weniger überschüssig zu haben, wenn man das nicht braucht. Dann auf der Seite, wie üblich bei solchen Regenponchos, ist hier, habt ihr hier diese Druckknöpfe, wo man dann eben das so gestalten kann, damit da die Ärmel irgendwo rausgucken und damit das nicht ständig überall herumflattert. Zusätzlich hat sie hier unten diese Ösen, die ich ebenfalls eine extrem gute Idee finde. Und damit natürlich auch, ja, kann man sich auch ein bisschen Unterstand basteln sogar damit. Man kann natürlich diese Druckknöpfe hier auch miteinander verbinden, damit das dann auch zu ist da oben. Und wie gesagt, er ist sehr, sehr leicht. Nicht sehr geräuscharm, muss man jedoch sagen, wie das eben ist mit diesem Material. Aber eben, Wasser- und Windabweisen, ich finde das hervorragend. Und ich habe den wirklich sehr, sehr gerne dabei. Dazu muss ich eben sagen, ich habe sonst noch einen, den zeige ich sicherlich auch mal ein Video, von der Bundeswehr, so einen älteren, ich weiß, sie haben jetzt neue Wintertarnkleidung und die bekommt man jetzt, die älteren, sehr einfach zu kaufen. Ich finde das auch eine sehr interessante, gute Tarnung mit diesen dunklen Flecken. Allerdings ist dieser Winterponcho dann Überwurf, Umhang, wie man dem sagen möchte, nicht aus Wasser- und windabweisendem Material, was das ein bisschen benachteiligt. Ansonsten natürlich auch ein toller Poncho und was hauptsächlich ein bisschen ein Problem ist, das Packmaß ist viel, viel größer als bei dem hier. Ich kann euch nachher gleich zeigen, wie klein das man mit hinkriegt. Hier unten ist noch, hier unten ist noch die Etikette, also eben auch waschbar und ja, wem das was hilft. Wie gesagt, aus 100% Polyester hergestellt. Und ja, machen wir den mal klein. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich darüber zeigen kann. Ich wollte den irgendwie im Winter eigentlich machen, das Video darüber, so also im Schnee, aber was nützt das? Weil, ja, weiß ist weiß und weiß auf weiß, der weiß schon mal, naja, nicht viel. Naja, jetzt habe ich gewartet, bis der Schnee weg ist und mache da irgendwie ein Video darüber. Also eben. Die bekommt man auch im Internet zu kaufen. Ist eigentlich gar kein so ein großes Ding. Die Preise unterscheiden sich manchmal, aber die kann man wirklich sehr, sehr klein machen und hat natürlich ideal in den Rucksack drin Platz. So, das ist eigentlich schon alles, was ich darüber sagen kann. Ich finde das ein sehr cleveres Ding und ja, vielleicht wäre das was für euch, wenn ihr da interessiert dran seid. Und wünsche euch viel Spaß draußen und danke mich nochmals fürs Reinschauen.